Stellen wir uns vor, es wäre der 22. September 2009. An dem Tag hat BMW verkündet, aus der Formel 1 auszusteigen. Doch in diesem Szenario machen wir mal einen Gedankensprung. Was wäre, wenn BMW niemals aus der Formel 1 ausgestiegen wäre? Welche Auswirkungen hätte das auf das Team, die Fahrer und natürlich auch die Formel 1 selbst und vielleicht sogar die Automobilindustrie so alles gehabt? Um das genauer zu beleuchten, möchte ich einige mögliche Szenarien durchspielen und dabei betrachten, welche Chancen, aber auch Herausforderungen BMW in der Formel 1 gehabt hätte. Und wir fangen mal beim ersten Schritt an, und das ist der kontinuierliche Erfolg nach 2008. BMW war in den 2000er Jahren kein Neuling in der Formel 1. Vor allem als Motorenlieferant für Williams konnte BMW in den frühen 2000er Jahren einige Erfolge feiern. Doch als sie 2006 mit dem BMW Sauberteam als Konstrukteur antraten, hatten sie ein ganz klares Ziel, und zwar die Weltmeisterschaft. 2008 hatte BMW Sauber seinen wohl größten Erfolg mit Robert Kubica, der in Kanada seinen ersten Grand Prix gewann. Am Ende der Saison belegte das Team den dritten Platz in der Konstrukteurswertung und Kubica wurde Vierter in der Fahrerweltmeisterschaft. Der nächste logische Schritt wäre natürlich gewesen, in den kommenden Jahren um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Wenn BMW in der Formel 1 geblieben wäre, hätte es möglicherweise eine ähnliche Entwicklung genommen wie Mercedes ab dem Jahr 2010. Mercedes konnte sich von einem Mittelfeldteam zu einem dominierenden Kraftpaket entwickeln. Wenn BMW in Forschung, Entwicklung und Talentakquise investiert hätte, wäre es denkbar gewesen, dass BMW in den 2010er Jahren ähnliche Erfolge hätte erzielen können, wie Mercedes es in der Realität hat. Die technischen Reglements der Formel 1 ändern sich stetig, und wenn BMW von der Hybrid-Ära ab 2014 profitiert hätte, könnten sie vielleicht sogar mit Mercedes, Ferrari oder Red Bull um die Weltmeisterschaft konkurrieren. Mit genügend Ressourcen hätte BMW in diesem Szenario einen langfristigen Plan verfolgen können, der sie an die Spitze der Formel 1 hätte katapultieren können. Und kommen wir mal zu Schritt Nummer 2, und zwar ein richtig starker Gegner in der Hybrid-Ära. Natürlich ein weiterer wichtiger Punkt: 2014 führte die Formel 1 die Hybrid-Technologie ein. Ein Schritt, der die Motorenlandschaft in der Formel 1 komplett verändern sollte. BMW als Unternehmen, das technologischen Fortschritt und Innovation stark betont, hätte die Hybrid-Technologie als riesige Chance sehen können. Wenn BMW in der Formel 1 geblieben wäre, hätten sich vielleicht eine wichtige Rolle in der Entwicklung der V6 Turbo-Hybrid-Motoren gespielt. Sie hätten möglicherweise ihre Erfahrungen aus der Serienproduktion von Hybridfahrzeugen auf die Rennstrecke gebracht. Gerade in einer Zeit, in der Effizienz und Elektrifizierung der Antriebe in der Automobilbranche immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, hätte BMW eine Art Brückenschlag zwischen Rennsport und Serienproduktion hinbekommen können. Vielleicht wären sie ein ernstzunehmender Konkurrent für Mercedes geworden, das die ersten Jahre der Hybrid-Ära ja wirklich dominierte. Möglicherweise hätten wir spannende Duelle zwischen BMW und Mercedes und eventuell auch natürlich noch Ferrari gesehen, zwei deutsche Automobilkonzerne ganz oben an der Spitze, die dann um die Krone kämpfen. Und kommen wir jetzt auch mal zu Schritt Nummer 3, und das sind Fahrerverpflichtungen und Talente. Ein entscheidender Faktor in der Formel 1 ist die Wahl der Fahrer. Wenn BMW in der Formel 1 geblieben wäre, hätten sie wohl auch in der Talentförderung eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Vielleicht hätte BMW so junge Talente wie Nico Hülkenberg oder sogar Max Verstappen verpflichten können, die beide in den 2010er Jahren für Furore gesorgt haben. Mit einem starken Auto und einem begabten Fahrer könnte BMW in dieser alternativen Realität regelmäßig Podestplätze oder sogar Weltmeistertitel eingefahren haben.
Vielleicht hätten sie auch weiterhin auf Robert Kubica gesetzt, der nach seinem Rallye-Unfall 2011 nicht mehr in der Formel 1 antrat. Aber was, wenn BMW Kubica weiter unterstützt hätte? Hätten sie ihn nach seiner Genesung zurückgenommen, beziehungsweise wäre dieser Unfall überhaupt passiert, wenn BMW in der Formel 1 geblieben wäre und Robert Kubica weiter für sie gefahren hätte? Ja gut, das weiß man halt nicht. Aber es besteht wohl eine Chance, dass Robert Kubica auf jeden Fall noch bei BMW geblieben wäre für die nächsten Jahre. Kommt halt auch ein bisschen so darauf an, wie stark oder wie gut BMW denn dann gewesen wäre. Eine andere interessante Idee wäre, ob BMW vielleicht sogar mit einem deutschen Fahrerduo angetreten wäre. Etwa mit Sebastian Vettel, der 2010 bei Red Bull seine erste Weltmeisterschaft gewann. Wäre Vettel stattdessen zu BMW gewechselt, könnte er für BMW vielleicht sogar Weltmeister geworden sein, wären, hätten. Doch schauen wir mal auf die Konkurrenz. Die Konkurrenz in der Formel 1 ist wirklich erbarmungslos. Wenn BMW sich entschieden hätte, in der Formel 1 zu bleiben, hätte das auch Auswirkungen auf andere Teams natürlich auch gehabt. Beispielsweise hätte der Verbleib von BMW möglicherweise Sauber als Team komplett verändert. Sauber wurde nach dem Ausstieg von BMW 2010 wieder zu einem unabhängigen Team und kämpfte viele Jahre dann halt nur ums Überleben. Wäre BMW geblieben, hätte Sauber möglicherweise als starkes Mittelfeldteam etabliert hätten können. Andere Teams wie Williams oder Force India hätten härter um Sponsoren und Ressourcen kämpfen müssen, weil ein finanzstarkes BMW-Team zusätzliche Konkurrenz um die vorderen Plätze gewesen wäre. Außerdem hätte BMW als deutscher Autobauer auch im Wettbewerb mit Mercedes und Audi auf dem globalen Automobilmarkt weitere Rivalitäten entfacht. Besonders Audi, das in der Formel E und anderen Motorsportklassen stark auf Elektrifizierung setzte, hätte möglicherweise zusätzliche Motivation gehabt, in die Formel 1 einzusteigen, um mit BMW direkt konkurrieren zu können. Ein weiterer Aspekt ist das Markenimage. BMW ist als Marke für Dynamik, Performance und technologische Innovation bekannt. Die Formel 1 ist eine Plattform, auf der diese Werte perfekt präsentiert werden können. Hätte BMW in der Formel 1 weitergemacht, könnten sie möglicherweise noch stärker als Technologieführer in den Bereich Aerodynamik, Hybridtechnologie und Leichtbau in der Automobilindustrie wahrgenommen werden. Formel 1 ist nicht nur ein Sport, sondern auch ein Testfeld für Technologien, die später in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen könnten. Vielleicht wären einige der Technologien, die BMW in der Serie eingeführt hat, wie beispielsweise die Entwicklung in der i-Serie, elektrische und hybride Fahrzeuge, durch ihre Erfahrung in der Formel 1 noch fortschrittlicher geworden. Doch kommen wir zum Fazit. BMWs Verbleib in der Formel 1 hätte ohne Frage weitreichende Folgen gehabt. Von technischen Innovationen über talentierte Fahrer bis zur Markenwahrnehmung. Die Möglichkeiten, die sich dem Unternehmen geboten hätten, wären wirklich riesig gewesen. Vielleicht wäre BMW tatsächlich sogar Weltmeister geworden oder mehrmals Weltmeister geworden. Oder sie hätten sogar Mercedes in der Hybrid-Ära noch ernster herausgefordert, als es Red Bull und Ferrari teilweise getan hatten. Die Formel 1 wäre mit BMW an Bord ein noch spannenderes Spektakel gewesen.